Hallo Leute, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video über Diablo 4. Grüße gehen raus an Joachim und Olli. Ich glaube, von euch beiden waren unter anderem Tipps dabei, vielleicht so ein Video zu machen. Deswegen heute mal das Thema für alle, die ganz neu mit Diablo 4 anfangen, also ganz neu in der Welt von Diablo sind, vielleicht sogar ganz neu in der Welt der Hack-and-Slay-Games. Deswegen hier wirklich Einsteiger-Tipps, die ich finde, dass sie wichtig zu wissen sind, wenn ihr ganz neu in dieses Genre einsteigt. Wir fangen da ganz von vorne an und beginnen mit dem ersten Punkt, nämlich ihr habt Weltstufen in Diablo 4 und ihr solltet die euch auch zunutze machen. Am Anfang habt ihr die Wahl bei Charaktererstellung, ob ihr in der Weltstufe Abenteurer oder in der Weltstufe Veteran, also zweite Weltstufe, startet. Ich würde euch definitiv empfehlen, die erste Weltstufe zu nutzen am Anfang, wenn ihr ganz neu dabei seid. Geht als Abenteurer los und macht's euch nicht schwerer, als es sein muss. Findet euch mit den Mechaniken zurecht, findet euch mit eurer Klasse zurecht. Und wenn ihr dann irgendwann das Gefühl habt, hey, ich fühle mich jetzt eigentlich ganz sicher, dann habt ihr immer die Möglichkeit, in einer großen Stadt, Kyovashad wird es wahrscheinlich am Anfang sein für euch, dass ihr dort zu der Weltstufenstatue geht und die Weltstufe auf Veteran anhebt. Aber wie gesagt, dafür bleibt euch auf jeden Fall Zeit. Als nächstes gehen wir zu den Tutorials, denn ihr könnt bei Charaktererstellung ebenfalls anhaken, ob ihr mehr Hilfe wollt oder weniger Hilfe haben möchtet. Und da ihr neu in diesem Genre seid, empfehle ich euch natürlich ganz stark, dass ihr mehr Hilfe anklickt, um euch wirklich möglichst viel Hilfestellung zu geben, dass euch das Spiel auch in dieses Hack-and-Slay-Genre einführt und euch ein paar Tipps gibt und euch ein paar Hinweise gibt, wie die Bedienung funktioniert, wie ihr kämpfen könntet und so weiter und so fort. Wir gehen aber jetzt auch noch auf weitere Tipps in der Praxis auch ein in diesem Video, denn etwas, was ganz wichtig ist, wie ich finde, ist, dass ihr euch bewegt und nicht die ganze Zeit stillsteht. Manche, die in diesem Genre anfangen, sind so fixiert darauf, ihre Skills zu zünden oder tippen überall auf den Tasten herum oder auf ihrem Controller und drücken alle Tasten gleichzeitig und vergessen ganz, dass sie sich mit ihrem Charakter neu positionieren sollten. Besonders in Situationen, wo es brenzlig wird, besonders in Situationen, wenn ihr bemerkt, dass sich auf dem Boden ein Flächenschaden ausbreitet und ihr solltet auf keinen Fall da drin stehen bleiben. Wenn ihr seht, dass ein Monster eine sehr starke Attacke auslöst, das signalisieren die Monster in Diablo 4 anhand ihrer Bewegung, wie zum Beispiel die Ziegenmenschen, die Großen mit ihrer Axt, wenn sie nach oben springen und die Axt auf euch niederhauen möchten, solltet ihr aus dem Weg gehen und natürlich euren Ausweichmove benutzen, den ihr auf dem Keyboard mit der Leertaste auf jeden Fall vollziehen könnt. Das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Tipp. Bewegung anstatt stillstehen. Positioniert euch neu, bringt euch in Sicherheit, meidet große oder schwere Attacken von Feinden. Ganz wichtig. Ebenfalls sehr, sehr interessant zum Überleben sind die Heiltränke, die ihr dabei habt. Ihr habt von Anfang an, wenn ich es richtig weiß, 5 Heiltrankladungen dabei. Das seht ihr unten an eurer Skillleiste. Vergesst nicht, die zu benutzen. Ja, manche im Kampfgefecht verlieren alles aus den Augen. Wenn ihr seht, dass eure rote Lebensleiste nach unten geht, benutzt den Heiltrank, zündet ihn, spart das nicht auf bis zu den letzten 5% Leben, sondern wenn ihr merkt, okay, ich bin schon fast bei 50% oder gar schon drunter, unter 50%, nehmt den Heiltrank, spart euch das nicht weg, macht hier lieber Safe Play am Anfang, geht auf die sichere Nummer, anstatt hier große Risiken einzugehen und dann doch zu sterben, wenn es gar nicht notwendig ist. Dann auf jeden Fall, wenn es in die Skills geht, in euren Fertigkeitsbaum, am Anfang eine Basisfertigkeit mitnehmen und die auch in der Skillleiste belassen. Bei den meisten Klassen oder ich glaube sogar bei allen sind die ersten Fertigkeiten, die ihr lernen könnt, allesamt Fertigkeiten, die Ressourcen für euch erzeugen. Beim Barbar zum Beispiel Wut, beim Jäger zum Beispiel Energie. Ihr benötigt diese Basisfertigkeiten, damit ihr andere Skills, die nämlich diese Energie benötigen, diese Ressourcen, dass ihr diese Ressource dann nutzen könnt mit diesen Skills, mit den anderen. Das heißt, die Basisfertigkeit auf jeden Fall mitnehmen und drin lassen, auch wenn ihr irgendwann mal mehr Skills parat habt. Wichtig. Dann möchte ich euch ans Herz legen, erstmal alles aufzusammeln, was ihr findet.
und euer Inventar regelmäßig zu prüfen. Denn ihr werdet am Anfang und in den ersten Levels und sehr wahrscheinlich auch bis Level 20 oder Level 30 immer wieder neue Sachen finden, die stärker sind als das, was ihr bereits ausgerüstet habt. Ihr könnt euch da zusätzliche Funktionen in den Optionen ermöglichen, aber was wichtig ist, ihr werdet sehen, ob eine grüne Pluszahl bei den Items dran ist, wenn ihr vergleicht, was ihr gerade tragt. Und wenn ihr seht, da ist ein grünes Plus dran, dass das, was ihr im Inventar habt, besser ist als das, was ihr momentan ausgerüstet habt, dann rüstet einfach schnell mal das aus. Das ist für den Anfang der richtige Weg, um tendenziell die stärksten Items an sich zu tragen und eben am stärksten und am leichtesten durch den Kampf zu kommen. Deswegen regelmäßig ins Inventar schauen. Dann möchte ich euch ans Herz legen, wenn ihr in die Stadt kommt, dann gibt es doch natürlich Händler und die Händler bieten euch auch Items an. Kauft sie ja nicht. Meistens ist das heftige Goldverschwendung. Ihr habt euch ein paar Goldmünzen dann zusammengestöbert, aber ihr solltet diese nicht dort verbrauchen. Ihr werdet im Kampf bei Monstern in Kisten, die ihr findet beim Kämpfen, werdet ihr so schnell bessere Items finden, dass sich meistens der Kauf bei einem Händler nie wirklich lohnt. Deshalb Finger weg und hier wirklich euer Gold beisammen halten. Skillpunkte bekommt ihr mit jedem Level ab übrigens und dann wird ein kleines Symbol auftauchen, meistens rechts neben eurer Skill-Leiste unten am Bildschirm und dieses Symbol solltet ihr auf jeden Fall anklicken bzw. die Taste dann aufrufen, damit ihr auch in den Fertigkeitsbaum reinkommt und dort eure Skill-Punkte verteilt. Verteilt diese Punkte, wartet nicht ab oder schiebt das einfach beiseite und sagt, ich habe jetzt gerade keine Lust, das zu machen. Es ist wirklich wichtig für euch am Anfang, damit ihr euch nicht so schwer tut, durch einen Bosskampf zum Beispiel durchzukommen. Und ihr schaltet euch mehr Skills frei oder ihr macht die Skills, die ihr bereits schon freigeschaltet habt, macht ihr stärker. Es lohnt sich immer, die Skillpunkte möglichst sofort dann auch zu verteilen. Denn ihr könnt sie euch auch schnell wieder rückerstatten lassen und woanders rein verteilen, falls ihr merkt, dass eure Wahl vielleicht nicht ganz so praktisch war oder nicht ganz so effektiv. Was ihr noch mitbringen solltet ins Spiel, ist natürlich Geduld. Am Anfang, wenn ihr anfangt mit diesem Genre, dann müsst ihr euch erstmal wahrscheinlich an die Steuerung gewöhnen, ihr müsst euch ans Kämpfen gewöhnen, an die ganze Bedienung gewöhnen, sei es mit Maus und Tastatur oder mit dem Controller. Geduld. Ihr werdet euch dran gewöhnen, ihr werdet euch einfinden und ihr werdet dann irgendwann das von ganz alleine machen und werdet nicht mehr drüber nachdenken müssen, welche Taste ihr jetzt drücken müsst, damit ihr dieses oder jenes macht. Ihr werdet das nach ein paar Stunden schon viel, viel einfacher, viel, viel schneller, viel intuitiver aus dem FF heraus steuern und dann wird es immer mehr Spaß machen. Das nächste ist, wenn ihr euch schwer tun solltet, Gruppen bilden ist auf jeden Fall eine Option, die ihr da habt, um einfach leichter zu den Content zu kommen. Das heißt, wenn ihr Leute in der Nähe habt, vielleicht mal versuchen, die einzuladen oder wenn ihr jetzt zum Beispiel unterm Video in die Kommentare guckt, vielleicht könnt ihr eine Gruppe bilden schon mit Leuten, mit Gleichgesinnten, die auch gerade ins Spiel einsteigen oder ihr kommt bei uns auf dem Discord vorbei, fragt dort mal an. Wir machen einen Clan, der ist gerade momentan zwar voll, aber vielleicht findet ihr so eine neue Freundschaft oder einen Anknüpfungspunkt, um ins Spiel zu starten mit gleichgesinnten Leuten, denn zusammen macht es meistens mehr Spaß und es ist in Diablo 4 auf jeden Fall auch einfacher und sogar noch eigentlich besser, was den Erfahrungspunktegewinn angeht, denn ihr sammelt mehr Erfahrungspunkte, wenn ihr in einer Gruppe seid. Dann möchte ich euch ans Herz legen, verkauft nicht alles, was ihr findet. Also wenn ihr ganz viele Items im Inventar zusammengesammelt habt und dann zum Händler geht und denkt, ich mache mir jetzt ganz viele Goldmünzen und ich werde hier richtig reich durch den Verkauf von meinen Items, macht das nicht. Verkauft nicht sofort einfach alles, sondern geht auch zum Schmied und verwertet einen Teil der Items wieder, die ihr habt, denn da bekommt ihr wertvolle Ressourcen, die ihr benötigt, um später die Items zu verstärken, die euch nämlich sehr gut gefallen, die ihr bei euch tragt an eurem Charakter und wo ihr merkt, die sind richtig stark, die gefallen mir und wenn ihr dann weiterkommen wollt und was Schweres mal vor euch habt als Herausforderung, dann braucht ihr diese Rohstoffe, um das, was ihr tragt,
stärker zu machen beim Schmied. Dazu aber gerne auch in der Playlist bei mir reinschauen auf dem Kanal. Es gibt hier von mir schon Guides, was das Crafting angeht, was das besser und stärker werden angeht. Deshalb guckt gerne dort vorbei, falls das für euch noch ein interessantes Thema sein sollte. Als nächsten Punkt möchte ich euch ans Herz legen, Dungeons mit Aspekten zu erledigen, die eurer Klasse entsprechen. Ihr werdet ja frei die Wahl haben, welche Klasse ihr nehmt für den Einstieg. Ich habe auch einen kleinen Klassenguide zur Orientierung ebenfalls in der Playlist, falls ihr euch noch nicht entscheiden konntet für eure Klasse. Und wenn ihr aber dann loslegt und die Weltkarte aufruft, nachdem ihr sie ein bisschen erkundet habt, werdet ihr sehen, dass es da solche Torsymbole gibt. Und das sind Dungeons. Und diese Dungeons werden euch dann anzeigen, was ihr dort für einen Aspekt bekommen könnt. Und da steht dann ein Effekt dabei und dort steht, für welche Klasse das ist. Und ihr könntet natürlich anfangen, diese Dungeons zu wählen, die eurer Klasse dann einen neuen Aspekt geben für euren Kodex, denn dann habt ihr die Möglichkeit, über das Crafting diesen Effekt auf eure Items zu packen und natürlich schon sehr früh deutlich stärker zu werden mit den Skills, die diese Aspekte verstärken. Und so könnt ihr eure Klasse immer weiter in eine Richtung ausbauen und vielleicht einen Weg finden, der euch sehr gefällt, diese Klasse zu spielen. Deshalb hier ein sehr guter Anknüpfungspunkt, besonders weil Dungeons auch sehr gut sind, was Erfahrungspunkte, Fortschritt angeht und neuen Loot zu finden. Das ist in Dungeons auch sehr gut gegeben. Deshalb auf jeden Fall rein in die Dungeons, scheut euch da nicht davor. Dann gehen wir zu einem weiteren Punkt, nämlich ihr habt Heiltränke. Das seht ihr ja, das habe ich euch vorhin schon beschrieben und wahrscheinlich im Hintergrund auch gezeigt. Und wenn da ein kleiner goldener oder leuchtender Pfeil aufblinkt bei diesen Heiltränken, dann ist es an der Zeit, dass ihr in die Hauptstadt, wahrscheinlich Kyovashad, reingeht und dort zum Alchemisten rennt, der eure Heiltränke aufwerten kann. Wertet diese Heiltränke auch so bald wie möglich auf, denn dann heilen die Heiltränke besser und ihr habt mehr davon, wenn ihr euch mal in einer kritischen Situation befindet. Das hat nämlich einen sehr großen Mehrwert für eure Stärke, für eure Überlebensfähigkeit. Dann möchte ich euch auch, wenn ihr direkt beim Alchemisten schon seid, ans Herz legen, Elixiere zu craften. Die sind in einem anderen Reiter versteckt im Menü beim Alchemisten. Und ich denke, es wird ab Level 10 sein, dass ihr diese Elixiere herstellen könnt. Die geben euch nicht nur mehr Erfahrungspunkte für 30 Minuten, sondern für 30 Minuten auch einen Bonuseffekt eurer Wahl. Ihr habt ja mehrere Elixiere, die ihr da herstellen könnt. Sucht euch aus, was euch gefällt. Mehr Ausweichchance macht euch natürlich ein bisschen überlebensfähiger. Ansonsten nehmt spezielle Elementarwiderstände mit. Wenn es zum Beispiel gegen Ashava geht, den Weltboss, der viel mit Giftschaden attackiert, solltet ihr mehr Giftresistenz in einem Elixier dabei haben. Das wird euch hier eine Hilfe sein. Deshalb nicht vergessen, Elixiere könnt ihr herstellen und die sind wirklich nützlich. Der vorletzte Tipp ist es, glaube ich, dass ihr, das ist eigentlich jetzt ein ganz anderer Bereich von Tipp, den möchte ich aber euch deswegen auch am Schluss mitgeben. Wenn ihr ganz neu bei diesem Genre seid, vielleicht auch relativ neu beim Zocken, jetzt einfach die Lust fürs Spielen gefunden haben solltet, spielt nicht unbedingt, wenn ihr hundemüde seid. Erstens werdet ihr darunter leiden, dass eure Reaktion nicht so schnell ist. Es wird vielleicht auch nicht so viel Spaß machen. Und es ist natürlich auch nicht gesund, wirklich voll übermüdet vor dem PC oder an der Konsole zu sitzen und dann zu zocken. Zockt lieber ausgeruht. Und ja, das ist dann letztendlich auch das Nächste, was ich noch loswerden möchte. Spielt nicht zu lange am Stück. Vielleicht optimalerweise jede Stunde mal kurz Pause machen, zumindest mal kurz aufstehen, sich kurz bewegen und dann wieder weitermachen. Auf jeden Fall nicht vergessen zu trinken, sich gut zu ernähren währenddessen. Macht vielleicht ein paar Dehnübungen auch. Denkt daran, ein paar Schritte hinzubekommen jeden Tag. Das ist wirklich wichtig für die Gesundheit. Und je älter ihr seid, desto wichtiger ist es, diese Pausen zu machen. Ich sag's euch aus eigener Erfahrung. Ich merke, nach über 30 Jahren ist es anders, als wenn man mit 20 zockt. Und man muss umso mehr auf seinen Körper achten, je älter man ist. Deswegen lege ich euch wirklich ans Herz, nicht hundemüde zocken und immer wieder Pause machen und vielleicht sogar ein bisschen frische Luft schnappen und eben Wasser trinken und so weiter. Last but not least für euch, lasst euch nicht hetzen, lasst euch nicht vorschreiben, auch nicht von YouTubern, auch nicht von mir,
Selbst wenn es vielleicht mal ein Video gibt, was so wirken sollte. Ich möchte nicht, dass es so wirkt. Aber falls es auf euch so wirken sollte, lasst euch nicht von irgendjemandem vorschreiben, wie ihr nicht zocken dürft. Lasst euch nicht vorschreiben, welche Fehler ihr nicht machen dürft, denn aus Fehlern lernt man, wie man bekanntlich weiß. Und Spiele entdeckt man auch, indem man Fehler macht und daraus lernt und weiß, was man dann vielleicht nicht mehr tut. Und Spiele hat man auch beim Spielen Spaß dabei. Wenn man zum Beispiel merkt, oh, das habe ich jetzt aber, naja, nicht so gut gemacht. Ich versuche es doch mal anders. Das ist der Spaß am Entdecken, am Herausfinden. Das ist das Abenteuer beim Gaming. Lasst euch bitte nicht durch irgendwelche Clickbait-Sachen oder so, durch diese ganzen reißerischen Geschichten hier, die auf YouTube kursieren, vorschreiben, oh, macht das auf keinen Fall, oh Gott, mein größter Fehler, dies und das. Es ist manchmal gut, sowas zu wissen, manchmal erspart man sich dadurch auch viel Zeit, manchmal erspart man sich dadurch auch Stress, aber in ganz, ganz vielen Situationen ist das alles halb so wild. Alle sollten sich ein bisschen entspannen, einfach das Spiel genießen, einfach sich drauf einlassen und es auf eigene Faust entdecken. Es geht nicht nur darum, Min-Maxing zu machen, also das Maximum rauszuholen, so effektiv zu spielen, wie man nur kann. Das sind alles Sachen, die kann man machen, aber ich weiß nicht, ob da noch so viel Spaß dran bleibt. Deswegen für euch dieser Tipp als Abschluss. Ich danke euch fürs Einschalten und ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, falls ihr noch weitere Videos zu Diablo 4 oder auch irgendwann mal zu anderen Games von mir sehen möchtet. Würde mich freuen, dann sehen wir uns nämlich bei einem anderen Video wahrscheinlich bald wieder. Und ich wünsche euch natürlich sehr viel Spaß in Diablo 4. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. We'll be right back.